Sieh dir das an! Was tun, wenn du durch Eis fällst? In Ordnung. Leute in Florida oder Honduras denken vielleicht nicht, dass sie dieses Zeug wissen müssen. Aber ich habe zwei Worte für dich. Also hör besser zu, Kumpel. Es wäre zu einfach zu sagen, dass der beste Weg, um nicht durch Eis zu fallen, der ist, nicht auf dünnem Eis zu laufen oder Warnsignale direkt zu ignorieren. Doch Unfälle passieren und jeder könnte in eiskaltes Wasser stürzen. Und dann sind Unterkühlung, Panik und das Sinken zum Boden die schwierigsten Herausforderungen. Aber es ist nicht unmöglich zu überleben, wenn du mehrere Tipps kennst, die dir das Leben retten können. Nummer 1. Was du sofort tun musst, nachdem du hineingefallen bist. Breche nicht in Panik aus. Selbst wenn du ziemlich tief eingetaucht bist, wird das Wasser dich zurück an die Oberfläche drücken. Versuche das instinktive Verlangen deines Körpers, verzweifelt zu keuchen, zu stoppen, während du dich im Wasser befindest. Halte deinen Kopf über Wasser. Du kannst dies tun, indem du dich ein wenig zurücklehnst. Wenn dein Rucksack oder dein Mantel sich nach unten ziehen, dann werde ihn los. Aber verschwende keine wertvolle Zeit damit, dich auszuziehen, wenn deine Kleidung nicht schwer ist. Außerdem könnte es Lufteinschlüsse geben, die dir helfen, über Wasser zu bleiben. Spritze nicht herum. Du wirst dringend benötigte Kraft verlieren. Außerdem erzeugt es unnötigen Lärm, der deine Hilferufe übertönt. Führe stattdessen ständige Paddelbewegungen mit deinen Beinen aus, als ob du Fahrrad fährst. Und rufe natürlich um Hilfe. Atme so langsam und tief wie möglich. Es wird schwer sein, deine Atmung zu verlangsamen, denn das kalte Wasser lässt dich hyperventilieren. Aber du musst deine Herzfrequenz verlangsamen, die wegen des Schocks 100 Meilen pro Stunde beträgt. Nach ein paar Minuten wird sich dein Körper etwas an die Kälte gewöhnen und der Schock wird nachlassen. Bleib ruhig. Leichter gesagt als getan, ich weiß. Aber du musst Panik vermeiden. Wenn du ruhig bleibst und deinen Körper kontrollierst, wirst du klarer denken, sodass du einen Plan schmieden kannst, wie du aus dem Wasser herauskommst. Vergiss nicht, du hast mehr Zeit, als dein verängstigter Verstand es denkt. Eine Unterkühlung erfordert mindestens 10 Minuten und in manchen Fällen sogar bis zu 45 Minuten. Nummer 2. Herauskommen. Es ist einfacher, aus der eiskalten Falle herauszukommen, wenn du den Weg nimmst, durch den du reingekommen bist. Eis um offenes Wasser ist extrem zerbrechlich, aber der Ort, an dem du vor dem Einsturz gestanden hast, ist normalerweise fester. Finde diesen Ort also schnellstmöglichst. Stütze dich nun mit deinen Ellenbogen und Unterarmen auf dem Rand des Eises. Versuche deinen Oberkörper auf das Eis zu ziehen. Bringe den unteren untergetauchten Teil deines Körpers dann in eine horizontale Position. Sobald du dies getan hast, trete deine Beine so stark wie du kannst, um deinen Körper aus dem Wasser zu befördern. Das ist tatsächlich die Art, wie auch Robben es tun. Wenn das nicht funktioniert, gibt es einen weiteren Ansatz. Ziehe deinen rechten Arm nach oben und aus dem Wasser und lege ihn auf das Eis, um ihn als Fundament zu verwenden. Versuche dann, dein rechtes Bein auf das Eis zu werfen. Dies musst du schnell und mit voller Kraft tun. Auf diese Weise wird dein Schwerpunkt vom Wasser auf die Oberfläche des Eises verschoben. Und ein weiterer Weg, um aus dem Wasser zu kommen, ist auf dem Rücken liegend auszuführen. Lege deinen Hinterkopf auf den Rand des Eises und breite die Arme weit aus. Trete dann deine Beine, um deinen Körper aus dem Wasser zu befördern. Wenn du nach mehreren Versuchen immer noch nicht aus dem Wasser kommst, harre es aus, als ob du eine andere Wahl hast. Und warte auf Hilfe. Es ist wichtig, sich so wenig wie möglich zu bewegen, um wertvolle Körperwärme und Energie zu bewahren. Der beste Weg ist, die Beine zu überkreuzen und die Arme aus dem Wasser zu halten. Vergiss nicht, dein Körper verliert in kaltem Wasser 30 Mal schneller Wärme als in kalter Luft. Nummer 3. Wenn du draußen bist, tada! Wenn du draußen bist und zurück auf dem Eis, versuche nicht sofort aufzustehen. Das Eis kann unter deinem Gewicht wieder zusammenbrechen und du hast vielleicht keine Kraft mehr, diese ganze Flucht erneut durchzugehen. Rolle dich stattdessen so weit wie möglich vom offenen Wasser weg. Krieche dann auf Händen und Knien oder auf dem Bauch in die Richtung, aus der du gekommen bist. Dort weißt du, wie dick das Eis ist, also wird es dich wahrscheinlich wieder halten. Wenn du am Ufer ankommst, höre nicht auf. Renne zum nächsten warmen Ort. Richtig, rennen.
Es wird dich davor bewahren, in ein menschliches Eis am Stiel einzufrieren. Nummer 4. Aufwärmen. Sobald du an einen warmen Ort kommst, zieh deine nassen Kleider aus, wickle dich in eine Decke ein und trink etwas Warmes. Dieses Getränk sollte süß und nicht koffeinfrei sein. Vergiss nicht, wenn die Unterkühlung erst einmal eingetreten ist, dann fühlst du dich vielleicht nicht einmal kalt, sondern eher völlig taub. Lass dich von dieser Taubheit nicht täuschen. Bedecke dich also von Kopf bis Fuß in einer warmen Decke und halte deine Füße fern vom kalten Boden. Du kannst Wärmflaschen oder Heizkissen verwenden. Wenn du dies tust, lege sie in der Nähe der Hauptarterien, in der Nähe deiner Achselhöhlen, Schultern oder der Leistengegend. Vergiss nicht, eine Stoffbarriere zwischen der Wärmequelle und deiner Haut zu haben, damit du dich nicht verbrennst. Nimm kein heißes Bad. Es kann zu einem Schock oder noch schlimmer zu Herzversagen führen. Der Prozess des Aufwärmens sollte schrittweise erfolgen. Wenn du nicht schnell an einen warmen Ort kommen kannst, versuche so viel Wasser wie möglich aus deiner Kleidung zu wringen. Das Tragen nasser Kleidung bei eisigen Temperaturen ist genauso gefährlich wie nackt herumzulaufen. Besuche so bald wie möglich einen Arzt, auch wenn du dich nach deinem Eisgang wohlfühlst. Es könnte immer noch zu Schäden an deinem Körper kommen. Nummer 5. Wenn du jemanden durch Eis brechen siehst. Eile nicht kopfüber zur Rettung. Du wirst niemandem helfen, wenn du selbst zum Opfer wirst. Gehe nicht ans offene Wasser, es sei denn, die Person verliert das Bewusstsein und ertrinkt. Wenn du dich nähern musst, dann gehe nicht, sondern krieche. Dies reduziert den Einfluss deines Gewichts auf das Eis. Deine sofortige Reaktion sollte darin bestehen, den Notruf zu wählen und zu warten. Lass die Person im Wasser nicht alleine. Versuche, das Opfer zu beruhigen. Sag ihnen nicht, dass sie chillen sollen. Es ist nicht lustig. Nun, vielleicht ein bisschen. Probier es aus und sieh selbst. Erzähl ihnen alle Informationen, die du kennst, und du wirst eine Menge wissen, nachdem du dieses Video gesehen hast. Versichere ihnen, dass sie genug Zeit haben, um aus dem Wasser zu kommen, und gib ihnen Anweisungen, wie sie das erreichen können. In einer idealen Situation hast du ein langes Objekt, wie ein Seil, einen langen Schal, einen Ast oder einen Stock, das du zum Opfer ausstrecken kannst. Sobald die Person das Objekt in den Griff bekommt, kann mit dem Ziehen begonnen werden. Wenn du so viel Glück hast, ein Seil zu haben, mache am Ende ein Lasso, damit das Opfer es um den eigenen Körper legen kann. Versichere dich, dass du nicht selbst auf dünnem Eis stehst, während du die Person herausziehst. Beuge deine Knie, verteile dein Gewicht so gut du kannst und ziehe mit all deiner Kraft. Auch wenn die Person aus dem Wasser ist, ziehe sie auf dich zu, nähere dich nicht selbst und versuch sie nicht anzuheben. Nachdem das Opfer dich erreicht hat, nicht umgekehrt, wärme es sofort. Wenn die Person unter Schock steht, kann sie nicht essen oder trinken. Vergiss das nicht. Bringe das Opfer so schnell wie möglich ins Krankenhaus. Selbst wenn sie nicht in unmittelbarer Gefahr sind, könnten sie Erfrierungen oder andere tödliche Komplikationen aufweisen. Bist du jemals durch Eis gefallen oder hast jemanden gerettet? Erzähl es uns von deinen Erfahrungen in den unteren Kommentaren. Teile dieses Video mit deinen Freunden, auch in Florida, damit sie sich im Notfall selbst schützen können. Klicke auf Gefällt mir, um diese nützlichen Informationen wertzuschätzen und abonniere unseren Kanal. Hier findest du viele wichtige, interessante und unterhaltsame Videos auf der Sonnenseite des Lebens.